This is the motto of the show, Hour of the Truth. Rome never changes. They used to call us heretics and sent the Inquisition to kill us. Today they call us terrorists and send on their crusades. Times and methods may have changed, but the goal still stays the same. Extirpate the remnant of the true Word of God, Bible-believing people who uphold the truths of Jesus Christ's name. Suffering at the hands of Rome, 'cause they believed in Christ alone. They died through Europe, especially Spain, for they saw all but Christ in vain. He suffered by his death for men, to save them from their awful sin. 600 years of martyred saints that history cannot erase. With iron heel and iron hand, the Roman popes rule the land. Those ignorant of history may be swept into apostasy. We won't be lulled by Rome's sweet lie, with 50 million reasons why. Salvation is by faith alone, in Christ alone, by grace alone. A sovereign God give faith to man. Salvation's in the Maker's hand. This gospel offends Rome today. They offer up another way, a counterfeit, a compromise. Beware the ancient papal lie, with such a cloud of witnesses who by grace died in their Lord. Recall their memory to say, by the same faith we live today. Hallo, moin moin und herzlich willkommen zur 54. Lesung und Besprechung des Buches Inquisition im Mittelalter über die Organisation und im Grunde, deswegen ist es der erste Band, den Ursprung der Inquisition. Wir gehen also hier nur im Grunde in die Anfänge rein. Diese Sendung wird die letzte sein. Das Buch wird hier beendet. Ich muss noch knapp 10 Seiten lesen, dann bin ich damit durch. Danach geht es in den Anhang. Und außerdem bin ich immer noch furchtbar stinkig auf den Autoren, wegen was er meinte, in der letzten Sendung die Scheiterhaufen runtergespielt hat. Ich meine, okay, ich verstehe auf der einen Seite, er beschäftigt sich hier mit den Anfängen der Inquisition, er beschäftigt sich hier mit dem bisschen dem 11., hauptsächlich dem 12., 13. und 14. Jahrhundert. Aber wir müssen natürlich verstehen, dass dass die Zeit war, in der die Kirche, die wahre Kirche Jesu Christi, eben auch ihren 1260-Jahresschutz verloren hat und die Verfolgung eben dieser Kirche voll angefangen hat. Und das sieht man hauptsächlich im Süden von Frankreich, wo ja dieses ganze Buch im Grunde drum geht. Aber man sieht es eben hauptsächlich in den Waldensern, den Vaudois. Und wenn man die Geschichte der Waldenser ein wenig genauer studieren will, dann kommt bei mir jetzt zum Beispiel James Edkin Wiley in den Kopf, der History of the Protestantism, also Geschichte des Protestantismus, geschrieben hat in 3 großen Bänden, die habe ich original auch hier zu Hause stehen. Und ein Unterteil davon ist die Geschichte der Waldenser, was man daraus lesen kann. Ich habe auf meinem YouTube-Kanal Videos über das Israel der Alpen, was über die Waldenser geht. Und wenn man verschiedene Geschichtsbücher über die Waldenser liest, jetzt nicht diese vierteilige Serie, diese Videoserie, die ist sehr harmlos. Da wird von der Verfolgung nicht zu viel gesagt. Aber wenn man so einige Bücher liest, dann kommt man zum Beispiel trifft man solche Dinge wie zum Beispiel, wo die Waldenser in die Alpen getrieben wurden, in einen Hinterhalt. Das Einzige, was sie machen konnten, war, sie hatten sich mit, ich glaube, 300 oder 400 Seelen
in eine Höhle im Berg retten können und die Römer standen dann draußen, haben die Zugänge geschlossen, haben ein Feuer angezündet und haben dafür gesorgt, dass der Rauch in die Höhle ging und die Leute sind elendig erstickt. Männer, Frauen, Kinder, Babys, ja. So wurde auch der, ich sage jetzt mal, Scheiterhaufen angewendet, ja, nicht jetzt so, um lebendig Menschen zu verbrennen, sondern in diesem Fall um Holz vor der Hütte, ne, also Holz vor dem Höhleneingang zu verbrennen und dafür zu sorgen, dass die Leute alle elendig ersticken müssen und sterben müssen. Das ist nur ein Beispiel von vielen. Wenn man sich Fox's Book of Martyrs durchliest von John Fox, ein Buch aus dem 16. Jahrhundert, das halt über die Märtyrer geht, und all solche Bücher durchliest, dann kommt man da schon zu verstehen, dass der Scheiterhaufen ein geliebtes Mittel der Römer war und im Grunde ja auch heute noch ist. Ich hatte da ja drüber gesprochen, über den Holocaust, das Brandopfer eben. Und dass sie das sehr gerne eingesetzt haben. Und ich war halt sehr enttäuscht, sage ich jetzt mal wirklich sehr negativ enttäuscht von der Bemerkung des Autoren hier nach dem Motto von, ja, also so viel Scheiterhaufen gab es eigentlich gar nicht. Ja, man darf ja nicht vergessen, er beschäftigt sich hier mit Frankreich. Wir haben aber auch noch Spanien, wir haben auch noch Deutschland, wir haben noch Italien, wir haben viele andere Länder, in denen eben auch die Inquisition stattgefunden hat. Und er konzentriert sich ja hauptsächlich auf Frankreich, wo ja auch sehr viel passiert ist und wo halt viele Scheiterhaufen waren. Aber in anderen Ländern gab es das auch. Und ja, wie gesagt, ich bin da nicht so ganz besonders glücklich mit dem, was er dazu meinte. Und deswegen bin ich eigentlich froh, dass wir das Buch jetzt zum Abschluss bringen. Und danach werden wir uns dann noch die zwei anderen Bände anschauen, so Gott will, irgendwann in der Zukunft. Aber jetzt bringen wir hier dieses letzte Kapitel über den Scheiterhaufen, das 14. Kapitel im ersten Band zu Ende. Wir beginnen zu lesen auf Seite 617, wo der Untertitel lautet Verlauf der Hinrichtung. Und hier werden wir es jetzt aufnehmen. Vielleicht muss ich mich mit meinen Kommentaren ein wenig zurückhalten, aber ich bin jedenfalls sehr enttäuscht von dem Autoren mit dem, was er hier zum Abschluss der letzten Sendung gesagt hat. Da kann ja jeder seine eigene Meinung zu haben. Ich mache die Videos, um meine Meinung bekannt zu geben. Und das sollte ja heutzutage immer noch erlaubt sein. So, einige Worte, sagt der Autor, werden genügen über den abstoßenden Verlauf der Hinrichtung selbst. Wenn das Volk zusammengerufen wurde, um dem Todeskampf eines Märtyrers der Ketzerei zuzusehen, so wurde sein frommer Eifer nicht etwa durch eine übel angebrachte Milde enttäuscht. Der Schuldige wurde nicht etwa wie in der späteren Zeit der spanischen Inquisition erwürgt, ehe die Reisigbündel angezündet wurden. Auch hatte noch nicht die Erfindung des Schießpulvers das, allerdings etwas weniger menschliche, in späterer Zeit angewandte Hilfsmittel nahegelegt, dem Delinquenten einen mit diesem Explosivstoffe gefüllten Sack um den Hals zu legen, um dadurch seine Qualen abzukürzen, wenn die Flammen ihn erreichten. Mal sich mal vorstellen, dem Delinquenten einen Sack mit Schießpulver um den Hals binden, um auf die Art und Weise seine Qualen zu erleichtern. Naja, er wurde vielmehr lebendig an einen Pfahl gebunden, der hoch genug über dem Haufen von Brennmaterial hinausragte, um es den Gläubigen zu ermöglichen, jeden Akt der grausamen Tragödie bis zum Ende zu verfolgen. Ja, noch einen kleinen Nachtrag eben nochmal. Wir sprechen hier natürlich jetzt über das päpstliche Rom, das seit Mitte des 11. Jahrhunderts zu voller Kraft erlangt ist durch den Antichristen. Und da in anderen Sendungen mehr drüber. Aber wir dürfen ja nicht vergessen, dass selbst im heidnischen Rom bereits die ersten Christen geteert und gefedert und angezündet und auf Pfähle gesteckt wurden und angezündet wurden, um den Weg ins Mausoleum, hätte ich jetzt beinahe gesagt, in den Circus Maximus zu weisen. Ne? Das waren brennende Laternen, brennende Lichter, lebende Laternen, lebende brennende Lichter. Ja? Da erinnert mich das, was wir hier jetzt lesen, ein wenig dran. Also der Feuertod hat, wie ich ja bereits sagte, Holocaust steht ich meine, es ist im Deuteronomium, der
Douay Rheims Bibel als einzige Bibel, wo dieses Wort gebraucht wird, da steht es darin, eben das Feueropfer. Das hat eine lange heidnische Tradition, die sich weit vor den Römern ausbreitet und die Römer übernommen haben und eben natürlich auch hier die römisch-katholische Kirche. Ja? Er wurde vielmehr lebendig an einen Pfahl gebunden, der hoch genug über dem Haufen von Brennmaterial hinausragte, um es den Gläubigen zu ermöglichen, jeden Akt der grausamen Tragödie bis zum Ende zu verfolgen. Nun, im 16. Jahrhundert in England hat man die Leute auch noch lebendig verbrannt. Ich erinnere nur mal an Mortimer und Latimer. Ja? Die beiden wurden auch lebendig zusammen verbrannt. Da war nicht irgendwie Gnade von, dass man sie erst erwürgt hat. Diese Gnade wurde zum Beispiel William Tyndale angeblich gegeben, als er in Vilvoorde 1536 auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurde. Hier Vilvoorde bei Brüssel, bei mir in Belgien hier in der Gegend. Na? Aber lange nicht bei jedem wurde das so gemacht. Nun, der Autor fährt fort und sagt, Diener der Kirche waren bis zum letzten Augenblicke um ihn, um, wenn möglich, dem Satan seine Seele zu entreißen. Naja, die Diener der Kirche, die nicht verstehen, dass sie selber die Diener des Satan sind, entreißen ihm die Seele nicht, sondern sie sorgen dafür, dass seine Seele, wenn überhaupt, zum Schöpfer zurückkommt und nicht zu Satan geht. Ne? Dem Satan seine Seele zu entreißen, das können sie nicht gut machen. Und wenn er nicht ein einziger Rückfälliger war, so konnte er, wie wir gesehen haben, noch bis zum letzten Augenblicke sein Leben retten. Aber selbst bei dieser ihrer letzten Dienstleistung sehen wir von neuem die seltsame Inkonsequenz der Kirche, die sich einbildete, sie könne der Verantwortlichkeit, ein menschliches Geschöpf zum Tode befördert zu haben, entgehen. Denn die Geistlichen, welche das Opfer begleiteten, waren strenge angewiesen, ihn nicht etwa zu ermahnen, standhaft dem Tode ins Auge zu sehen oder die Leiter, die zum Holzstoß hinaufführte, mutig emporzusteigen oder sich entschlossenen Herzens an Händen des Henkers preiszugeben. Denn wenn sie das täten, könnten sie sein Ende beschleunigen und sich so der Irregularität schuldig machen. Wahrlich, das muss man gestehen, ein zartes Bedenken, das wenig angebracht war bei Leuten, die schon einen Justizmord vollbracht hatten. Für die feierliche Exekution selbst wurde gewöhnlich ein Festtag ausgewählt, damit die Menge größer und die dadurch gegebene Warnung wirksamer war. Der Delinquent selber wurde zum Schweigen gezwungen, um nicht bei dem Volke die Gefühle des Mitleids und der Teilnahme zu erwecken und dadurch womöglich schlimme Auftritte hervorzurufen. Ja, man kann ihm das verbieten, aber wie will man das durchsetzen? Wenn der seinen Mund aufmacht und zur Menge spricht, dann spricht er zur Menge. Oder wollen die Diener Gottes hier vielleicht, wie sie sich nennen, in den Scheiterhaufen springen, um ihn zu Schweigen zu bringen? Wir wissen von Johann Hus, der auch lebendig verbrannt wurde, dem auch nicht die Gnade der Erwürgung oder sonst was gegeben wurde, der nicht in Spanien war, wo er hier gerade sagte, wo man in Spanien das gemacht hat, eben an anderen Stellen oftmals nicht, der auch lebendig verbrannt wurde, dass er sich noch an die Menge gerichtet hat. Nun, was die genaueren Einzelheiten angeht, sagt der Autor, so besitzen wir zufällig den Bericht eines Augenzeugen über die Hinrichtung des Johannes Huss zu Konstanz im Jahre 1415. Vielleicht hätte ich mal eben den nächsten Satz schon mal lesen sollen, dann hätte ich mir meinen Kommentar sparen können. Nach diesem Berichte musste sich Huss auf ein paar Reisigbündel stellen und wurde sodann mit Stricken fest an einen dicken Pfahl gebunden. Die Stricke waren um die Knöchel, unter und über dem Knie, in der Leistengegend, um die Hüften und unter den Armen befestigt. Als man bemerkte, dass er nach Osten blicke, was sich für einen Ketzer nicht geziemte, warum geziemt es sich für einen Ketzer nicht nach Osten zu blicken? Na, wer weiß die Antwort? Ich gebe sie euch mal eben mit der Bibel. Und zwar zuerst in Englisch aus der König-James-Bibel. Da sprechen wir über Ezekiel, Kapitel 8, Verse. Man kann im Grunde das ganze Kapitel lesen, aber es kommt hauptsächlich auf Vers 16 an. Deswegen beginne ich in Vers 15. Und ich lese es eben in Englisch in der König-James vor und danach lese ich euch die Schlachter 2000 vor. Ich habe jetzt nicht die
Zeit und das Interesse, das direkt selbst zu übersetzen, aber wir werden erst Englisch und danach Deutsch aus der Schlachter lesen. Also Ezekiel Kapitel 8, Vers 15. Then he said unto me, Hast thou seen this, O son of man? Turn thee yet again, and thou shalt see greater abominations than these. And he brought me into the inner court of the Lord's house. And behold, at the door of the temple of the Lord, between the porch and the altar, were about 25 men, with their backs toward the temple of the Lord, and their faces toward the east, and they worshipped the sun towards the east. Also warum geziemt sich das nicht für einen Ketzer, das Gesicht nach Osten zu richten bei der Verbrennung? Vers 15 und 16 in der Schlachterbibel. Da sprach er zu mir, Hast du das gesehen, Menschensohn? Du wirst noch mehr und größere Gräuel sehen als diese. Und er führte mich in den inneren Vorhof des Hauses des Herrn, also das ist der Tempel, der in Jerusalem stand. Und siehe, am Eingang zum Tempel des Herrn zwischen der Halle und dem Altar waren etwa 25 Männer. Die kehrten dem Tempel des Herrn den Rücken, ihr Angesicht aber nach Osten. Und sie warfen sich nach Osten anbetend vor der Sonne nieder. Warum geziemt es also, bitteschön, einem Ketzer nicht, sein Gesicht nach Osten gerichtet zu haben? Ja, ich muss das nicht beantworten. Das könnt ihr inzwischen wohl selber, gehe ich mal von aus. Nicht wahr? Als man bemerkte, dass er nach Osten blickte, was sich für einen Ketzer nicht geziemte, wurde er nach Westen herumgedreht. Mit Stroh vermischte Reisigbündel wurden bis zum Kinn um ihn aufgehäuft. Dann näherte sich der Pfalzgraf Ludwig, welcher die Hinrichtung leitete, mit dem Marschall von Konstanz und forderte Huss zum letzten Mal zum Widerrufe auf. Als er sich weigerte, zogen sie sich zurück und gaben durch Händeklatschen dem Henker das Zeichen, den Holzstoß anzuzünden. Nachdem alles verbrannt war, folgte eine empörende Szene. Man nahm den halb verkohlten Leichnam, zerstückelte ihn, zerbrach die Knochen und warf die Überreste und die Eingeweide auf einen neuen Holzstoß, um sie vollständig zu vernichten. Wenn, wie bei Arnold von Brescia, einigen Franziskaner-Spiritualen, bei Huss, Savonarola und anderen zu befürchten war, dass die Reliquien der Märtyrer aufbewahrt werden würden, trug man, wenn das Feuer erloschen war, auch noch besondere Sorge dafür, auch die Asche des Ketzers zu sammeln, um sie in fließendes Wasser zu werfen. Wenn ihr noch ein wenig mehr über die Verfolgung von Jan Hus lesen wollt, dann kann ich euch verweisen auf meine Lesung des Buches Romanismus und die Reformation. Da habe ich eine extra oder zwei extra Sendungen gewidmet an Jan Hus. Der Autor fährt fort und sagt, es liegt etwas Furchtbares und Grauenerregendes in dem Gegensatze zwischen diesem Schlussakt menschlicher Grausamkeit und der kühlen Berechnung der Unkosten, die entstanden, also Kosten, wenn man eine Seele durch den Flammentod ihrem Schöpfer wieder zusandte. In den Berichten des Arnaud Assalit haben wir eine Kostenberechnung über die am 24. April 1323 in Carcassonne vollzogene Verbrennung von 4 Ketzern. Sie lautet folgendermaßen. Für dickes Holz wurden ausgegeben 55 Solz und 6 Denare. Für Rebenholz 21 Solz und 3 Denare. Für Stroh 2 Solz und 6 Denare. 4 Pfähle kosteten 10 Solz und 9 Denare. Stricke zum Festbinden 4 Solz und 7 Denare. Und die Henker je 20 Solz, 4 Henker heißt 80 Solz. Zusammen gibt das 8 Livres, 14 Solz und 7 Denare. Das war im Ganzen etwas mehr als 2 Livres für jeden Ketzer. Wenn der Ketzer seinen Peinigen vorher durch den Tod entgangen war, so wurden sein Leichnam und seine Gebeine ausgegraben und verbrannt. Natürlich war diese Zeremonie weniger eindrucksvoll. Immerhin aber bot man alles auf, um auch sie so schrecklich wie möglich zu gestalten. Schon 1237 beschreibt Willem Pellisson, ein Zeitgenosse, wie in Toulouse eine Anzahl Adliger und andere Personen ausgegraben wurden.
Bei dieser Gelegenheit wurden ihre Knochen und verwesten Leichname durch die Straßen gezogen. Ein Trompeter ging voraus und verkündete: Kijatal fara, aital perira. Wer also handelt, wird also umkommen. Zuletzt wurden sie verbrannt. Zitat: Zu Ehren Gottes und der gebenedeiten Maria, seiner Mutter, und des gebenedeiten Dominikus, seines Dieners. Ende Zitat. Alleine schon auf diesen Spruch gehe ich jetzt nicht ein, sonst dauert die Sendung 3 Stunden. Dieses Verfahren wurde bis zum Ende der Inquisition beibehalten, obgleich es ziemlich kostspielig war. Bis zum Ende der Inquisition, Entschuldigung, das haben wir heute in 2023 immer noch nicht erreicht. Also, ihr seht, wie man bei dem Autoren ständig auf der Hut sein muss mit der richtigen Auslegung der Geschichte hier, ne? In Assalits Berichten finden wir die Kosten für die Ausgrabung und Verbrennung von 3 toten Ketzern im Jahre 1323 mit 5 Livres, 19 Zoll und 6 Denaren angegeben. Einschließlich der Kosten für den Sack, in dem sie gesteckt wurden, den Strick zum Zubinden und 2 Pferde, die die Leichname nach dem Richtplatz schleppten, wo sie am nächsten Tage verbrannt wurden. Also, 3 tote Ketzer ausgraben und noch vernichten kostet 5 Livres und 19 Zolls und 6 Denare und die 4 Lebenden kostet 8 Livres, 14 Zolls und 7 Denare. Also knapp 3 Livres mehr. Das ist dann ja noch einigermaßen günstig, ne? Oder für Tote eigentlich ganz schön teuer, ne? Nur um diesen Punkt noch zu machen. Das Mittel der Verbrennung wandte die Inquisition auch dazu an, das Land von ansteckenden und häretischen Schriften zu reinigen. Wir finden hierin das Vorspiel für jene Zensur der Presseerzeugnisse, die später eine der wichtigsten Aufgaben der Inquisition wurde. Das Verbrennen von Büchern, die den Behörden missfielen, war eine Sitte von beträchtlichem Alter. Wie wir gesehen haben, befahl Konstantin bei Todesstrafe die Auslieferung aller arianischen Werke. Im Jahre 435 ließen Antichrist Theodosius II. Und Valentinian III. Alle nestorianischen Bücher verbrennen. Ein anderes Gesetz bedrohte mit dem Tode alle diejenigen, die nicht die manichäischen Schriften zum gleichen Zwecke ausliefern würden. Justinian verurteilte die Secunda Editio, also die 2. Ausgabe, worunter die Glossatoren übereinstimmend den Talmud verstehen. Während des folgenden Zeitalters der Barbarei war wenig Ursache vorhanden, diesen Weg zur Unterdrückung des menschlichen Geistes einzuschlagen. Allerdings verbot im Jahre 681 der Westgotenkönig Eurik den Juden, irgendwelche Bücher zu lesen, die dem christlichen Glauben entgegenständen, mit Einschluss des Talmud. Das Wiedererwachen des menschlichen Geistes hatte zur Folge, dass bald wirksamere Mittel in Anwendung kamen. Als im Jahre 1210 die Universität von Paris durch die Ketzerei Amoris in Aufregung versetzt wurde, ließ man die Schriften seines Kollegen David von Dinan zusammen mit der Physik und Metaphysik des Aristoteles, die man für seine Ketzerei verantwortlich machte, verbrennen. Wir haben schon hingewiesen auf die Verbrennung romanischer Übersetzungen der Heiligen Schrift durch Jakob I. von Aragon, sowie auf die Kanones des Konzils von Narbonne im Jahre 1229, durch welche den Laien, also jedem normalen Menschen, untersagt wurde, irgendeinen Teil der Heiligen Schrift zu besitzen, und ebenso auf die Verbrennung des Buches De Periculis von Willem von Saint-Amour. Jüdische Bücher jedoch, und vornehmlich der Talmud wegen seiner gotteslästerlichen Anspielungen auf den Heiland und die heilige Jungfrau, waren besonders verabscheut und die Kirche war unermüdlich in ihrer Unterdrückung. Um die Mitte des 12. Jahrhunderts begnügte sich Petrus Venerabilis damit, den Talmud selbst zu studieren und einige der üppigen Fantasiegebilde, die in dieser seltsamen Mischung von Erhabenem und Lächerlichem so zahlreich sind, der Verachtung preiszugeben. Sein lediglich argumentierendes Vorgehen passte aber nicht für die Ungeduld des 13. Jahrhunderts, welches ein strenges Vorgehen vorzog, und so schloss sich die Verfolgung der jüdischen Literatur unmittelbar an die der Albigenser und Waldenser an.
Sie wurde veranlasst durch einen bekehrten Juden namens Nikolaus von Rupella, der 1326 die Aufmerksamkeit Antichristpapst Gregors des IX. Auf die in den hebräischen Büchern, besonders im Talmud, vorhandenen Gotteslästerungen lenkte. Im Juni 1239 erließ dieser Gregor Briefe an die Könige von England, Frankreich, Navarra, Aragon, Kastilien und Portugal, sowie an die Prälaten dieser Königreiche und befahl ihnen, an einem Sabbat in der bevorstehenden Fastenzeit den Juden, wenn sie in ihren Synagogen wären, alle Bücher wegzunehmen und sie den Bettelmönchen aushändigen zu lassen. Ein Bericht über die in Paris erfolgte Prüfung ist uns erhalten geblieben und zeigt, dass es nicht schwer war, in den jüdischen Büchern zahlreiche Dinge zu finden, die für fromme Ohren anstößig waren, obwohl die Rabbi, die zu ihrer Verteidigung zu erscheinen wagten, die gotteslästerlichen Anspielungen auf den christlichen Messias, die heilige Jungfrau und die Heiligen hinweg zu disputieren suchten. Das Verfahren zog sich 4 Jahre hin und das Urteil wurde erst am 13. Mai 1248 gefällt, worauf Paris das erbauliche Schauspiel erlebte, 14 Wagenladungen von Büchern auf einmal und 6 bei einer anderen Gelegenheit verbrennen zu sehen. Wie der Lutz oder das Os Kotschigis, na, der Meinung der Rabbiner unzerstörbar war, so konnte auch der Talmud nicht vertilgt werden. 1255 befahl Ludwig der Heilige in seinen Instruktionen an seine Marschälle in dem Narbonnais abermals, alle Exemplare desselben zu verbrennen, zugleich mit allen anderen Büchern, die Gotteslästerungen enthielten. Im Jahre 1267 wies Antichrist Clemens V., mit bürgerlichen Namen Guido Fulcodius, den Erzbischof von Tarragona an, durch Androhung der Exkommunikation den König von Aragon und seine Adligen zu zwingen, durch die Juden alle Exemplare des Talmud und anderer jüdischer Schriften der Inquisition zur Prüfung ausliefern zu lassen. Die, welche keine Gotteslästerung enthielten, dürften alsdann wieder zurückgegeben, die anderen aber müssten versiegelt und sorgfältig aufbewahrt werden. Alfons der Weise von Kastilien war klüger. Er ließ den Talmud übersetzen, um die Irrtümer desselben dem Volke zu erklären. Der passive Widerstand der Juden war indessen nicht zu überwinden. Im Jahre 1299 sah sich Philipp der Schöne genötigt, auf die fortwährende Vervielfältigung des Talmud hinzuweisen und seinen Richtern zu befehlen, die Inquisitoren bei der Ausrottung desselben zu unterstützen. 10 Jahre später, 1309, hören wir, wie 3 große Wagenladungen von jüdischen Büchern in Paris öffentlich verbrannt wurden. Wie fruchtlos indessen all diese Bemühungen waren, ersieht man aus einem Urteil, das Bernard Guidonis bei einem Autodafé in 1319 verkündete. Auf Veranlassung der Inquisition hatten die königlichen Beamten abermals eine sorgfältige Haussuchung veranstaltet und alle Exemplare, deren sie habhaft werden konnten, zusammengebracht. Dann waren Sachverständige, die der hebräischen Sprache kundig waren, gerufen worden, um sie sorgfältig zu prüfen und nach reiflicher Überlegung zwischen den Inquisitoren und den zu ihrer Unterstützung zugezogenen Rechtsgelehrten wurde bestimmt, dass die Bücher auf 2 Wagen durch die Straßen von Toulouse gefahren werden und königliche Beamte dabei mit lauter Stimme verkünden sollten, die Vernichtung dieser Bücher erfolge wegen ihrer gotteslästerlichen Anspielungen auf den Herrn Jesus Christus, seine Mutter, die hochselige Jungfrau und den christlichen Namen. Alsdann sollten sie feierlich verbrannt werden. Das ist der einzige Fall einer Bücherverbrennung während der Zeit, wo Bernard Guidonis das Amt eines Inquisitors bekleidete. Und aus den 2 zur Wegschaffung der Bücher erforderlichen Wagen kann man schließen, dass die Sammlung das Ergebnis einer sehr gründlichen Nachforschung war. Übrigens führt er in einer seiner Sammlungen von Formeln auch eine an, die allen Priestern befiehlt, 3 Sonntage hintereinander den Befehl zu verkündigen, alle jüdischen Bücher mit Einschluss des Talmuds müssten bei Strafe der Exkommunikation an die Inquisition zur Prüfung ausgeliefert werden. Wir sehen aus dieser Formel, dass Bernard es für nötig hielt, auf die Sache ein wachsames Auge zu haben.
Der Kampf gegen den besonders gefährlichen Talmud dauerte fort. Im Jahre 1320 erließ Johann der 22. den Befehl, alle Exemplare desselben in Beschlag zu nehmen und zu verbrennen. Und im Jahre 1409 unterbrach Alexander der V. eine Zeit lang die Verfluchung seiner Gegenpäpste, um den Befehl der Vernichtung dieses Buches zu wiederholen. Ja? Der Gegenpäpste 1409, das ist die Zeit der drei Päpste, das ist Johannes der 22, der 23. oder 22., was war das jetzt, und noch zwei andere, wo also einer im Süden von Frankreich war, einer im Norden von Italien und einer in Rom, die sich immer gegenseitig Antichrist genannt hatten, ja, waren sie alle drei Antichristen. Das ist die Zeit des sogenannten Schisma, eine sehr interessante Zeit, aber was mir die ganze Zeit als Kommentar auf der Zunge liegt in dieser Hinsicht, ist eigentlich von, seht ihr, dass Bücherverbrennung nicht erst in der sogenannten Bücherverbrennung im Dritten Deutschen Reich stattgefunden haben, sondern dass das eine lange römisch-katholische Tradition ist? Das ist doch ein weiterer Beweis, wie man ganz deutlich sehen kann, wie Deutschlands drittes nationalsozialistisches Reich nichts anderes war als die Umsetzung der Dogmen und der ultramontanen Führungsanspruchs des Papstes und der römisch-katholischen Kirche. Genauso wie Franz von Papen 1934 im Völkischen Beobachter ja gesagt hat, dass das Deutsche Reich die erste Macht ist, die die Prinzipien nicht nur hochhält der römisch-katholischen Kirche, sondern sie auch wirklich in die Tat umsetzt. Deutschland macht damit den Bücherverbrennungen weiter, die wir hier vor allen Dingen im 15. Jahrhundert, 14. und 15. Jahrhundert ja schon lesen. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Es passiert immer nur unter einem anderen Nenner. Ja? Und damals konnte die Kirche da noch selbst hinterstehen, heutzutage nicht mehr. Heutzutage schiebt sie ihre Strohmänner vor, nenne ich mal. Die dann Hitler, Mussolini und was weiß ich nicht, wie alles heißen, oder Merkel, Scholz, Obama, Biden, Putin, nennen es mal. Vollkommen wurscht. Alles eine und dieselbe Soße. Alles nur Strohmänner. Und die Bücherverbrennung ist doch nur ein weiterer Beweis, dass es da einen geschichtlichen Vorgrund gab. Und eben genau diese geschichtliche oder diese Vorgeschichte, die wir hier jetzt gerade eben lesen, müssen wir kennen, um eben das, was heute und leicht in der Vergangenheit und vor allen Dingen heute und in der Zukunft wieder passiert, wiederzuerkennen und zu sagen von, hey, alles nichts Neues. Ich will mal ganz kurz abschweifen. Bücher wurden verbrannt hier, wo wir jetzt gerade lesen. Bücher wurden verbrannt im Dritten Reich. Bücher wurden verboten und werden verboten in der ganzen Welt. Aber was vor allen Dingen passiert ist, dass wahre Bücher, Papierbücher langsam aussterben. Und alles wird digitalisiert. Das ist ja schön. Aber jetzt stellt euch mal vor, diese digitalisierten Bücher verschwinden auf einmal, weil die auf irgendeine Art und Weise angegriffen werden. Ich nehme zum Beispiel jetzt mal so ein EMP oder wie das heißt, ja, Electromagnetic Pulse-Dinge da, wie heißt das da? Ja? Das, was man uns weismachen will, was passiert beim Ausbrechen einer Atombombe zum Beispiel. Ne? Dieser elektrische Impuls, der da gegeben wird und der eben die ganzen elektronischen Datenträger vernichten kann. Tja, wenn ich die ganzen Bücher digitalisiert habe und alles nur auf elektronischen Speichern habe und diese elektronischen Speicher werden dann mit einem Schlag vernichtet, da habe ich nicht mehr viel über, ne? Da habe ich eigentlich gar nichts mehr über. Und wem spielt das in die Hände? Tja, ein Schelm, wer Böses dabei denkt, nicht wahr? Also im Jahr 1409 unterbrach Antichrist Alexander V. eine Zeit lang die Verfluchung seiner Gegenpäpste. Wie ich sagte, das war in diesem Schisma. Das war auch um die Zeit des Konzils von Konstanz, wo eben der Alexander V. aufgetreten war, um den Befehl zur Vernichtung dieses Buches zu wiederholen. Der Streit, der zur Zeit der Renaissance zwischen Pfefferkorn und Reuchlin als Vorkämpfern darüber ausgefochten wurde, ist wohl bekannt. Dennoch nützten alle Bemühungen der Humanisten nichts, um den Talmud vor der Ächtung zu schützen.
Noch 1554 wiederholte Antichrist Julius III. Das Gebot an die Inquisition, ihn ohne Gnade zu verbrennen und den Juden bei Todesstrafe die Auslieferung aller christuslästernden Bücher anzubefehlen. Ein Gebot, welches auch in das kanonische Recht aufgenommen wurde und bis heute darin steht, sagt der Autor, Anfang des 20. Jahrhunderts. Und das gilt heute im 21. Jahrhundert noch ganz genauso, weil das kanonische Recht ist unveränderlich. Da steht da immer noch drin. Also, Rom hat bereits die rechtliche Grundlage vor Jahrhunderten gesät, um christuslästernde Bücher einzusammeln und zu vernichten. Und bei Todesstrafe müssen diese ausgeliefert werden. Diese Todesstrafenandrohung gilt heute immer noch, weil das römisch-kanonische Gesetz ist immer noch dasselbe. Die Zensur der Inquisition, fährt der Autor fort, blieb indessen nicht nur auf jüdische Irrlehren beschränkt. Doch werden wir die Tätigkeit, die sie in dieser Hinsicht entfaltete, passender an einer anderen Stelle betrachten. Und ich gehe davon aus, dafür sind ja noch ein paar andere Bände dieses Werkes in der Zukunft vorhanden. Es ist hier noch nicht der Ort, den Einfluss der Inquisition in seiner ganzen Ausdehnung zu betrachten. Ja, deswegen finde ich es auch verkehrt, dass er diesen Schlussstrich gezogen hat über die öffentliche Verbrennung, über die Scheiterhaufen und meinte, so viel waren sie im Grunde gar nicht. Also hier stimme ich jetzt noch mit ihm ein. Es ist hier noch nicht der Ort und die Zeit auch, den Einfluss der Inquisition in seiner ganzen Ausdehnung zu betrachten. Es geht ja hier um den Ursprung und die Organisation und noch nicht um die weiterführenden Werke der Inquisition. Immerhin dürfte es nun, da wir ihr Prozessverfahren vor Augen geführt haben, nicht unangebracht sein, einen flüchtigen Blick auf die Wirkungen zu werfen, welche ihr Verfahren gegen diejenigen, die von ihr verhört, verurteilt und freigesprochen wurden, auf die damalige wie spätere Zeit ausübte. Auf die Kirche hatte das von der Inquisition erfundene und zur Nachahmung empfohlene Prozessverfahren eine höchst verderbliche Wirkung. Die gewöhnlichen bischöflichen Gerichtshöfe beschränkten sich nicht darauf, dasselbe Ketzern gegenüber in Anwendung zu bringen, sondern trugen auch kein Bedenken, seine willkürliche Gewalttätigkeit auf alle anderen ihrer Jurisdiktion unterstehenden Dinge auszudehnen. So gelangten die geistlichen Gerichtshöfe schnell dazu, die Methoden der Inquisition anzuwenden. Schon im Jahre 1317 spricht Bernard Guidonis davon, dass die Anwendung der Folter bei ihnen gewöhnlich sei. Und in einer Klage über die klementinischen Einschränkungen fragt er, warum die Bischöfe darin beschränkt sein sollten, die Folter auf die Ketzer anzuwenden, da sie dieselbe doch bei allen anderen Angeklagten ohne irgendwelche Beschränkung anwenden dürften. Tja, hier gehen wir in eine kurze Fußnote rein. Das andere ist hier eine Fußnote von der Seite davor. Da muss ich mal eben kurz zurückgehen. Da hatten wir auf der Seite davor eine Fußnote, die eigentlich nur Quellen angegeben hat. Zu dem Satz, die Zensur der Inquisition blieb indessen nicht nur auf jüdische Irrlehren beschränkt, doch werden wir die Tätigkeit, die sie in dieser Hinsicht entfaltete, passender an einer anderen Stelle betrachten. Die Fußnote hier gibt es erstmal nur einen Brunnen wieder, deswegen habe ich darüber hinweg gesehen. Aber auf der nächsten Seite unten geht diese Fußnote weiter und da wird gesagt, bei der 1248 in Paris erfolgten Verurteilung wird nur der Talmud namentlich aufgeführt. Doch erwähnt der Bericht darüber auch die Glosse des Salomon von Troyes und ein Werk, das nach seiner Beschreibung die Toldos Jeschu oder die Geschichte Jesu ist, die so sehr den Zorn des Kartäusermönches Ramon Marti in seinem Pugio Fidei sowie den aller späteren christlichen Schriftsteller erregte. Niemand kann diesen merkwürdigen, vom jüdischen Standpunkte aus geschriebenen Bericht über die Laufbahn Christi lesen, ohne sich darüber zu verwundern, wie auch nur ein einziges Exemplar desselben auf unsere Zeit kommen konnte. Also sich bis hierhin heute hinübergerettet hat. Zu der Fußnote.
Die andere Fußnote hier ist nur eine Quellenangabe, wird auch nicht auf der nächsten Seite fortgesetzt. Nee. So fährt der Autor dann fort und sagt, auf diese Weise, an ein grausames Prozessverfahren gewöhnt, wurde die Kirche immer härter, wurde die Kirche immer grausamer und immer unchristlicher. Was logisch ist für die Kirche des Satan, nicht wahr? Die schlimmsten Päpste des 12. und 13. Jahrhunderts hätten kaum wagen dürfen, der Welt ein Schauspiel zu bieten, wie das war, wodurch Antichrist Johann der 22. seinen Hass gegen Hugo Gerold, den Bischof von Cahors, sättigte. Johann war der Sohn eines kleinen Handwerkers in Cahors und hatte möglicherweise einen alten Groll gegen Hugo. Kaum hatte er den päpstlichen Stuhl bestiegen, so verlor er keine Zeit, um an seinem Gegner seine Wut auszulassen. Am 4. Mai 1317 wurde der unglückliche Prälat feierlich in Avignon seines Amtes und Standes entsetzt und zu lebenslänglicher Gefangenschaft verurteilt. Das war aber noch nicht genug. Auf die Anklage hin, gegen das Leben des Papstes sich verschworen zu haben, wurde er dem weltlichen Arme ausgeliefert und im Juli desselben Jahres bei lebendigem Leibe teilweise geschunden und sodann zum Scheiterhaufen geschleppt, um den Flammen überliefert zu werden. Ja, wir lesen also hier von Papst Johannes dem 22. und es war Papst Johannes der 23., der in diesem Schisma war, Anfang des 15. Jahrhunderts. Da hatte ich mich vorhin, da war ich vorhin nicht ganz sicher. Da gab es diese drei Päpste, Ende des 14., Anfang des 15. Jahrhunderts. Und deswegen ist es ja so, zwischen Anführungszeichen, witzig, dass wir in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts nochmal einen Papst Johannes den 23. hatten, der ja damals das Zweite Vatikanische Konzil eröffnete. Dieser Name wurde nämlich zweimal von einem Papst gewählt, Johannes der 23., von dem während der Schismazeit, Anfang des 15. Jahrhunderts, und von dem Papst, der das Pontifikat übernommen hat von Pius dem 12. 1958. So, das nur mal eben, um meine vorherige Bemerkung zu korrigieren. Das hartherzige Verfahren, fährt der Autor fort, wurde herkömmlich und führte dazu, dass selbst die höchstgestellten Prälaten ihre Streitigkeiten gelegentlich mit einer Grausamkeit führten, die einer Räuberbande Schande gemacht haben würde. Als im Jahre 1385 sechs Kardinäle angeklagt wurden, sich gegen Antichrist Papst Urban den 6. verschworen zu haben, ließ sie der wutentbrannte Papst, als sie das Konsistorium verließen, ergreifen und in eine leere Zisterne im Schlosse Nuxera werfen, wo er residierte. Die Grube war so eng, dass sich der Kardinal Di Sangro, der groß und stark war, nicht darin aufrichten konnte. Die von der Inquisition geübten Methoden wurden auch auf diese Unglücklichen angewandt. Dem Hunger, der Kälte und den Würmern preisgegeben, wurden sie von den Kreaturen des Papstes mit Versprechungen der Gnade bearbeitet, wenn sie gestehen wollten. Als dies keinen Erfolg hatte, wurde an dem Bischofe von Achaia die Folter versucht, und es wurde ihm ein Geständnis erpresst, durch das auch die anderen angeschuldigt wurden. Diese weigerten sich aber, ihre Schuld einzugestehen und wurden deshalb an mehreren aufeinanderfolgenden Tagen gefoltert. Alles, was man von dem Kardinal Di Sangro erlangen konnte, war die verzweifelte Selbstanklage, dass er mit Rechte leide zur Strafe für all die Schlechtigkeiten, die er an Erzbischöfen, Bischöfen und anderen Prälaten auf Urbans Geheiß verübt habe. Als die Reihe an den Kardinal von Venedig kam, übertrug Urban das Werk einem früheren Seeräuber, den er zum Prior des Johanniterordens in Sizilien gemacht hatte, mit dem Befehle, die Folter so lange anzuwenden, bis der Papst das Opfer schreien höre. Haben wir jetzt das gut verstanden? Als die Reihe an den Kardinal von Venedig kam, übertrug Urban das Werk einem früheren Seeräuber. Seht ihr, mit was für Gesindel hier der Papst und die römisch-katholische Kirche arbeitet, um ihre Ziele zu erreichen? Erinnert ihr euch noch daran,
dass für die Kreuzzüge die Gefängnisse geöffnet wurden und die Leute mit einem Ablass und mit anderen Geschenken versprochen freigelassen wurden. Mörder, Vergewaltiger, Betrüger, und andere Schwerverbrecher, wenn sie in den Kreuzzug gingen. Die römisch-katholische Kirche hat überhaupt keine Moral in der Hinsicht. Null. Das kommt hier wieder einmal raus. Ein früherer Seeräuber, der zum Prior des Johanniterordens in Sizilien gemacht hatte. Gibt es irgendwelche Leute unter euch, die meinen, oder Johanniterorden, das sind aber ganz tolle Leute, ja? Da waren sogar Seeräuber ein Prior drin. Sehen wir hier in diesem Buch. Die Quälerei, fährt der Autor fort, dauerte vom frühen Morgen bis zur Essensstunde. Während der Papst unter dem Fenster der Folterkammer spazieren ging und laut sein Brevier betete, damit der Schall seiner Stimme den Henker beständig an seine Befehle erinnere. Abwechselnd wurde die Riemenpeitsche und die Folter angewandt. Aber obwohl das Opfer alt und kränklich war, konnte ihm nichts anderes abgerungen werden als der Ausruf: Christus litt für uns! Die Angeklagten wurden in ihrem unmenschlichen Gefängnisse bewacht, bis es Antichrist Papst Urban gelang, unter Mitnahme seiner Opfer dem Nocera belagernden Karl von Durazzo zu entrinnen. Auf der Flucht konnte der Bischof von Aquila, der von der Folter geschwächt war und auf einem elenden Klepperritt, nicht mitkommen. Da ließ Urban ihm den Garaus machen und seine Leiche unbegraben am Wege liegen. Die anderen Kardinäle, die weniger glücklich waren, wurden zur See mit nach Genua geschleppt und dort in ein so schmutziges Gefängnis geworfen, dass die Behörden der Stadt, von Mitleid erfüllt, um Gnade für sie baten. Aber der Papst ließ sich nicht rühren. Allerdings musste er auf das energische Einschreiten Richards des Ersten den Kardinal Adam Aston, einen Engländer, freigeben. Die fünf anderen dagegen sah man niemals wieder. Einige berichten, Urban habe sie enthaupten lassen. Andere, er habe sie auf der Fahrt nach Sizilien über Bord werfen lassen. Wieder andere, er habe sie in seinem Stalle gegrabenen Grube lebendig begraben lassen. Und zwar unter einer Masse ungelöschten Kalks, um das Verschwinden ihrer Leichname zu beschleunigen. Urbans Gegenpapst, bekannt als Clemens der Siebte, war nicht weniger blutdürstig. Während er als Kardinal Robert von Genf das Amt eines Legaten für Gregor den XI. Ausübte, veranlasste er eine Bande von Wegelagerern, den Territorialansprüchen des Papstes Nachdruck zu geben. Das furchtbare Blutbad von Cesena war sein bekanntes Werk. Ebenso kennzeichnend für ihn war seine Drohung an die Bürger von Bologna, er wolle seine Hände und Füße in ihrem Blute waschen. Das war der rückwirkende Einfluss, den das Inquisitionsverfahren auf die Kirche ausübte. Wenn Bernabo und Galeazzo Visconti Geistliche foltern und über einen langsamen Feuer zu Tode brennen ließen, so führten sie damit nur die Lehren aus, die die Kirche selbst ihnen gegeben hatte. Auf die weltliche Gerichtsbarkeit wirkte das Beispiel der Inquisition noch viel verderblicher ein. Sie trat zu einer Zeit auf, wo die alte Ordnung der Dinge der neuen Platz zu machen begann, wo die alten barbarischen Sitten, das Gottesurteil, die Anwendung der gerichtlichen Eideshelfer, das Wehrgeld in Vergessenheit rieten vor dem geistigen Fortschritte der Zeit, wo ein neues Rechtssystem unter dem Einflusse des wiedererwachten Studiums des römischen Rechts ins Leben trat. Und wo die Jurisdiktion der Feudalherren allmählich von der sich immer mehr ausdehnenden Jurisdiktion der Krone verdrängt wurde. Das ganze Rechtswesen der europäischen Monarchien erfuhr eine Umbildung und das Glück der zukünftigen Generationen hing von dem Charakter der neuen Einrichtungen ab. Wenn bei dieser Reorganisation die schlimmsten Seiten des altrömischen Gerichtsverfahrens, die Anwendung der Folter und des Inquisitionsprozesses, eifrig, ja fast ausschließlich angenommen wurden, wenn die Garantien, durch welche man im alten Rom ihre Missbräuche hemmte, beseitigt wurden,
wenn sie endlich in all ihren schlechten Tendenzen übertrieben wurden und so 5 Jahrhunderte lang das hervorragendste Kennzeichen für die Strafrechtspflege Europas bildeten, so dürfen wir dies ohne Bedenken der Tatsache zuschreiben, dass sie die Sanktionen der Kirche erhalten hatte. Dass sie die Sanktion der Kirche erhalten hat, also dass die Erlaubnis der Kirche dafür erhalten hatte. Das heißt, die Kirche steckt hinter all diesen ganzen Grausamkeiten des Rechtssystems. Und das, meine Lieben, damals wie heute. Ich lese den Satz nochmal, dass wir das verstehen. Das ist ja auch ein sehr langer Satz. Das ganze Rechtswesen der europäischen Monarchien erfuhr eine Umbildung. Und das Glück der zukünftigen Generationen hing von dem Charakter der neuen Einrichtungen ab. Wenn bei dieser Reorganisation die schlimmsten Seiten des altrömischen Gerichtsverfahrens, also die Anwendung der Folter und die Anwendung des Inquisitionsprozesses, und wir wissen ja, was das heißt, Anklage, ohne dass man weiß, weswegen man angeklagt wird, warum, von wem, wieso, weshalb, kein Recht auf Verteidigung und so weiter und so weiter. All das beinhaltet das. Also die Anwendung der Folter und des Inquisitionsprozesses eifrig, ja fast ausschließlich angenommen wurden. Wenn die Garantien, durch welche man im alten Rom ihre Missbräuche hemmte, diese Garantien beseitigt wurden, wenn sie endlich in all ihren schlechten Tendenzen übertrieben wurden und so 5 Jahrhunderte lang das hervorragendste Kennzeichen für die Strafrechtspflege Europas bildeten, so dürfen wir dies ohne Bedenken der Tatsache zuschreiben, dass sie die Sanktion, also die Erlaubnis der Kirche erhalten hatten. Durch sie empfohlen, drangen sie mit der Inquisition überall ein. Umgekehrt behielten die meisten Völker, bei denen das heilige Offizium unbekannt war, ihre altherkömmlichen Sitten bei und bildeten sie in den mannigfachen Formen der Strafrechtspflege weiter aus. Und mögen auch diese Formen noch hart genug erscheinen für unsere heutige Auffassung, so hielten sie sich doch frei von jenen himmelschreienden Grausamkeiten, die das heilige Offizium und sein Verfahren erzeugt hatten. Hier gehen wir noch in eine etwas längere Fußnote hinein, in der der Autor sagt, ich habe diesen Gegenstand ausführlicher behandelt in einer Abhandlung über die Folter. Das wurde veröffentlicht unter dem Namen Superstition and Force, also Aberglaube und Kraft, dritte Ausgabe 1878. Und brauche ich darum hier nicht länger bei den Einzelheiten des Gegenstandes zu verweilen. Wer die Form kennenlernen will, die das Inquisitionsverfahren in späterer Zeit annahm, möge zu Rate ziehen. Und jetzt folgen hier einige Brunnennennungen, die man dafür gebrauchen kann. Tatsächlich konnte auch ein Fall, in welchem die Accusatio fehlschlug, also die Anklage fehlschlug oder fehlzuschlagen drohte, durch die Inquisitio, also die Befragung, wieder aufgenommen und fortgesetzt werden. Diese Methode trat eben in alle Lücken ein und gab dem Richter fast unbegrenzte Machtvollkommenheiten über den Angeklagten. Die Art und Weise, wie die bürgerliche Gewalt die Missbräuche der Inquisition anzunehmen veranlasst wurde, wird trefflich gekennzeichnet durch ein Mailänder Edikt aus dem Jahre 1393, in welchem den Richtern befohlen wird, bei ihrem Verfahren gegen Übeltäter das Inquisitionsverfahren anzuwenden. Es folgt ein längerer lateinischer Satz, den ich jetzt nicht vorlesen will, weil ich ja nicht so gut in Latein bin. Das könnt ihr selbst in der Fußnote auf dieser Seite tun. Und überall da, wo es an Tatsachen mangelte, zu verfahren. Vergleicht man diese Verfügung mit der 60 Jahre vorher geübten Mailänder Rechtsprechung, wie wir sie oben auf Seite 448 gekennzeichnet haben, so erkennt man, mit welcher Schnelligkeit in diesem kurzen Zeitraum das Recht der Gewalt hat weichen müssen. Ja, und das ist doch eine ziemlich gute Zusammenfassung, ne? Wie das Recht der Gewalt hat weichen müssen. Von der Fußnote gehen wir dann zurück in den Text, wo der Autor sagt,
Von all dem Unheil, das die Inquisition angerichtet hat, war vielleicht das Schlimmste, dass bis zum Ende des 18. Jahrhunderts in dem größten Teil Europas das Inquisitionsverfahren, wie es zur Vernichtung der Ketzerei entwickelt worden war, allgemein dem Angeklagten gegenüber angewandt, dass der Angeklagte von vornherein als Rechtloser behandelt, dessen Schuld im Voraus angenommen ward und dem das Geständnis mit List oder Gewalt erpresst werden musste. Auch die Zeugen wurden in derselben Weise behandelt. Der Gefangene, der unter der Folter seine Schuld gestand, wurde noch einmal gefoltert, um alle anderen Übeltäter, von denen er vielleicht Kenntnis hatte, namhaft zu machen. Auch das Verbrechen des, zwischen Anführungszeichen, Verdachtes wurde der Inquisition entlehnt und in das bürgerliche Rechtsverfahren eingeführt. Wieder mal sehen wir eine Verschmelzung von Kirchenrecht und Zivilrecht. Wir sehen eine Verschmelzung von Kirche und Staat. Nicht wahr? Der Angeklagte aber, dem man das Verbrechen nicht nachweisen konnte, das ihm zur Last gelegt wurde, konnte doch dafür, dass er verdächtig war, bestraft werden. Allerdings nicht mit der für das Verbrechen selbst festgesetzten Strafe, aber mit irgendeiner anderen, je nach der Laune und dem Ermessen des Richters. Es dürfte unmöglich sein, die Größe des Elends und Unrechts abzumessen, das den Wehrlosen so bis ins 19. Jahrhundert zugefügt worden ist, und das wir unmittelbar zurückführen müssen auf die willkürlichen und ruchlosen Methoden, die die Inquisitoren eingeführt, die Rechtsgelehrten angenommen und die Rechtsbücher des europäischen Kontinents in feste Form gegossen haben, sage ich anstatt des Wortes gebracht. Es war ein System, das man wohl für eine Erfindung des Teufels halten konnte und das Sir John Fortescue betreffend kennzeichnet als den Weg zur Hölle. Ja, das ist ein sehr interessanter Schlusssatz oder zwei interessante Schlusssätze. Es dürfte unmöglich sein, die Größe des Elends und Unrechts abzumessen, das den Wehrlosen so bis ins 19. Jahrhundert zugefügt worden ist und das wir unmittelbar zurückführen müssen auf die willkürlichen und ruchlosen Methoden, die die Inquisitoren eingeführt, die Rechtsgelehrten angenommen und die Rechtsbücher des europäischen Kontinents in feste Form gebracht haben. Ich sagte gegossen. Es war ein System, das man wohl für eine Erfindung des Teufels halten konnte und das Sir John Fortescue treffend kennzeichnet als den Weg zur Hölle. Es war ein System, das man wohl für eine Erfindung des Teufels halten konnte. Nun, diese Aussage zum Schluss dieses ersten Bandes des Autoren alleine gibt ganz deutlich zu kennen, dass er nicht versteht, dass die römisch-katholische Kirche die Kirche des Teufels ist und dass man es nicht nur für eine Erfindung des Teufels halten kann, dieses System, sondern dass es das System des Teufels ist. Und in diesem System leben wir heute immer noch. Und wenn einige Dinge vielleicht auch abgeschwächt erscheinen oder anders erscheinen, es gibt auch heute immer noch Verfahren, die auf Arten und Weisen verlaufen, da sträubt sich einem jeden, der seine Moral von der Bibel holt, das Nackenhaar. Warum? Weil ein jeder weiß, dass in dieser Welt, in der wir leben, Recht haben und Recht bekommen zwei verschiedene Paar Schuhe sind. Warum? Weil es alles auf einem System aufbaut, das eine Erfindung des Teufels ist, nicht dass man es für eine Erfindung des Teufels halten könnte, wie der Autor sagt, sondern weil es ein System ist, das auf der Erfindung des Teufels beruht. Und damit möchte ich diese Lesung für heute abschließen. Den ersten Teil abschließen. Es gibt noch einen Anhang, aber den kann jeder, wenn er Interesse hat, selber sich gerne durchlesen. Das finde ich jetzt noch zu viel. Da steht auch sehr viel in Latein dabei. Das überlasse ich gerne euren eigenen Studien. Ich möchte gerne mit diesem Satz und mit dem Kommentar, den ich gerade eben gegeben habe, abschließen.
Es war ein System, nein, es ist ein System. Dass man wohl für eine Erfindung des Teufels halten konnte, nein, dass man wohl dem Teufel als Erfindung zuschreiben muss. Und dass Sir John Fortescue treffend bezeichnet als den Weg zur Hölle. Ist denn Gerechtigkeit der Weg zur Hölle? Nicht aus Sicht der Bibel. Ich danke euch fürs Zuhören, fürs Zuschauen und bitte lest eure Bibel. Shalom, Maranatha. O allmächtiger Herr und Gott, wie gar lieblich sind dein Gebot, über alles Gold so reine. Du wirst geehrt alleine in deiner heiligen Gemeinde. Dein Wille ist uns offenbar, die Wahrheit leuchtet hell und klar in allen Kreaturen. Gott hat uns auserkoren, dazu noch neu geboren. Der Himmel und das Firmament uns zeigen die Werke seiner Hand. Wie groß ist seine Ehre im Land und auf dem Meere. Das wollen die Werke uns lehren. Die Werke Gottes sind überall, auf hohem Berg, im tiefen Tal, auch in den ebenen Feldern, die Vögel in den Wäldern tun uns die Wahrheit melden. Ein jedes Werk preist unseren Gott, weil er's so gut erschaffen hat. Der Mensch tut's aber zerbrechen, der Wahrheit widersprechen. Gott wird es an ihm rächen. Die Werke Gottes sind wunderbar, in rechter Ordnung immer da. Die soll der Mensch erfahren, Gott will's uns offenbaren. Er soll sie auch bewahren. Darum hat Gott den Sohn gesandt, der uns die Wahrheit macht bekannt und auch den Weg zum Leben, damit wir danach streben. Sein Geist will er uns geben. Der öffnet uns die heilige Schrift, wo Gott sein Testament gesticht. In seinem Sohn, dem Reichen, will alle Welt erreichen. Mög niemand von ihm weichen. Den Tod er am Kreuz gestorben.